Sicherlich kennen viele von euch den Film Call Me by Your Name. Allen, die den Film kennen, möchte ich das Buch trotzdem ans Herz legen. Und allen, die nichts davon kennen, möchte ich beides ans Herz legen. Es geht um Elio und es geht um Oliver. Es spielt in Italien und Elio trifft mit 17 seine große Liebe Oliver. Oliver ist aber viel älter. Oliver ist quasi als Student im Sommer bei seinem Vater, also bei Elios Vater im Sommerhaus, um dort zu lernen, zu studieren. Und Elio und Oliver merken diese extreme Anziehung, dieses Gefühl, dass es nicht untereinander geht. Und es ist aber auch ein feines Spiel. Und Elio erlebt Leidenschaft und absolute Begierde und ist aber natürlich auch überfordert mit dem, was ihm da widerfährt, weil er gleichzeitig auch noch mit Mädchen irgendwie im Kontakt ist und auch mit Sex mit Mädchen hat und so hin und her gerissen ist zwischen diesen beiden Gefühlen, weil er beides auch erlebt und intensiv erlebt und aber Oliver einfach etwas in ihm hervorruft, was unglaublich und unbeschreiblich für ihn ist und was so groß ist, dass man so richtig beim Lesen und auch, finde ich, wenn man den Film schaut, spürt man es ähnlich, fühlt, dass man dafür keine Worte findet, dass man es nicht beschreiben kann und eigentlich auch, dass es zu groß ist, um es zu fühlen und so wunderschön ist. Also ich finde Liebe in der reinsten Form wird dort beschrieben. Es ist toll und dazu ist man in Italien, es ist Hochsommer, die Orangen sind reif, die Pfirsiche sind reif, die Nektarinen sind reif und man riecht und schmeckt und spürt das so mit. Also ganz toll. Und wenn man es mag, gibt es nämlich Find Me, den zweiten Teil, den man natürlich auch lesen kann, nachdem man Call Me By Your Name gelesen hat. Da geht die Geschichte ein bisschen weiter, auf eine ganz andere Art und Weise, als man erwartet, finde ich. Also absolute Empfehlung. Call Me By Your Name, als Buch, als Film, beides. Ganz, 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 ganz wunderschön. Absolut. Für mich einer der schönsten Liebesromane, die ich jemals gelesen habe.